Bildung unter freiem Himmel, ein Bild, das die meisten so nicht kennen. In Klagenfurt jedoch wurde aus diesem Studententraum nun Realität. Und das nicht nur für die Studenten selbst. Wir haben sehr hart daran gearbeitet und wollen eigentlich damit, dass die Bildung, also die universitäre Bildung, beziehungsweise überhaupt Universitäten, was sie tun und was sie leisten, einer nicht-universitären Öffentlichkeit präsentiert wird. Das heißt, dass auch jeder normale, unter Anführungszeichen normale Mensch mitbekommt, was auf Universitäten überhaupt passiert, weil man sich das sehr schwer vorstellen kann. Da die Universität abseits des Zentrums von Klagenfurt liegt, wurde ein Ort ausgesucht, der mehr Nähe zum Geschehen bietet. Und mit dem Landhaushof wurde ein optimaler Platz dafür gefunden. Der Nachteil der Uni Klagenfurt ist ja, dass sie halt nicht im Zentrum ist, sondern ein bisschen außerhalb. Und das war auch mit dem Grund, eben hier genau in den Landhaushof zu kommen, wo es eigentlich aber ein wichtiger Platz in Klagenfurt ist, zwischen Heiligengeistplatz, Alpenplatz, wo eine hohe Frequenz ist. Ich finde das großartig, dass die Uni einmal spazieren geht und den Menschen zeigt, was da alles los sein kann. Und ich finde es auch toll, dass man wirklich so eine Multimedia-Geschichte macht und alle mit einbindet. Die Uni sollte überhaupt sich mehr in Richtung Stadt bewegen und umgekehrt, dann hätten wir wirklich das, was wir haben wollen. Es ist in Klagenfurt ein ganz besonders schönes Ambiente, weil das hier im Landhaushof stattfinden kann. Es ist in dem Fall auch für das kulturelle Rahmenprogramm, Musik, Filmvorführungen stärker gesorgt als an anderen Standorten in Österreich. Und zudem ist das Wetter so schön, dass es schon fast zu schön ist, weil natürlich der praktische See gegen die theoretische Bildung schon ein starkes Konkurrenzprogramm ist. Für Studenten ist es Alltag, mit Bildung umzugehen. Doch wie nehmen Menschen ohne universitären Hintergrund dieses Angebot an? Gerade für die ist es wichtig, um die Schwellenangst zu nehmen und zu sehen, das, was auf der Universität gesprochen, gelehrt wird, ist ja etwas sehr leicht Verständliches. Da kann ich auch teilhaben an dem Wissensprodukt und das Interesse zu wecken und zu sagen, ich gehe als Seniorstudent oder ich kann ja auch studieren ohne Matura, ich kann ja Vorlesungen besuchen. Selbst Leute, die eben nicht hohe Schulbildung haben, ansprechbar sind auf solche Themen. Hintergrund ist, ich habe ziemlich lange körperlich auf dem Bau gearbeitet. Das war erforderlich für mein Architekturstudium. Und da habe ich eigentlich immer, also wirklich immer, eine Gesprächsbasis zu den Bauarbeitern gefunden. Insofern denke ich auch, dass diese Themen vorhanden sind, aber normalerweise eben wahrscheinlich aus einer gewissen Scheu nicht angesprochen werden. Freie Bildung unter freiem Himmel. Ein Versuch, der Schule machen kann. Wir haben Leute, die vorbeikommen und sich das anhören, einfach so, die interessiert sind, die das Programm toll finden. Und wenn, ja, soweit ich das sagen kann, wird es schon wieder geben.